Ich sage, jedes Wesen im Himmel will Freiheit. Jedem einzelnen Wesen steht die Freiheit auch zu. Es steht uns zu, frei zu sein. Ich sage, es ist ein oberstes Natur- und Wesensrecht. Willst oder musst du atmen? Ne? Das ist dasselbe Gesetz. Willst oder musst du leben? Willst du atmen? Ja, du willst atmen. Und ich sage vorweg, ohne Gott geht es nicht. Aber in derselben Weise geht es ohne Gott nicht, wie es beim Essen zum Beispiel ist. Und jetzt frage ich dich ganz persönlich, willst du oder musst du essen? Oder ist es beides? Ja. Siehst du, das Fazit, um es kurz zu machen, es ist immer beides. Und genau so ist es auch mit der Suche nach Gott. Will oder muss ich Gott suchen? Oder ist es beides? Ja. Und ich sage dir die Antwort, es wird beides sein. Freundestreffen 2021. Im Namen von Ivo Sasek und allen Mitarbeitern heißt das Panorama Filmorchester Sie herzlich willkommen. Wenn Freunde sich treffen, mit diesem Stück, das extra für den heutigen Anlass komponiert und von unseren Musikern zu Hause eingespielt wurde, begrüßen wir Sie. Ivo Sasek, Gründer und Leiter von OCG, KlarTV, AZK und vielem mehr, wird uns heute in seinem Vortrag in neue Dimensionen des aktuellen Zeitgeschehens hinführen. Genießen Sie einen Tag voller Kraft und reisen Sie mit uns durch die Klänge der Natur. Der Welt, und zwar aus über 45 Ländern, haben sich tausende Menschen über unsere Livestreams zu diesem internationalen Treffen zugeschaltet. Viertel vor zehn habe ich mal noch eine Live-Karte generiert, von wo wir überall Logins haben. Und es werden noch mehr. Das sind alles Landteile, die heute hier mit dabei sind. Wir sehen hier von China über Australien, hunderte Landteile sind hier mit dabei. Ich habe es gesagt, von Europa über die ganze Welt. Nämlich all diese Übersetzer, die heute in 10 Sprachen übersetzen. Es ist kurzfristig noch eine Sprache dazugekommen. Die sind nicht hier vor Ort, sondern die sind zu Hause in ihrer Umgebung und übersetzen den ganzen Tag für die einzelnen Landteile. Dass das, was du denkst, es ist Versklavung, Unterjochung, Gehorsam, es ist das Geilste, was es gibt unter dem Himmel. Verstehst du? Das ist das Geilste, was es gibt unter dem Himmel. Ich habe es jetzt mal in verschiedenen Sprachen gesagt. Das eine war christlich, das andere unchristlich. Ja? Du willst keine Sekunde mehr je als Depp durch diese Welt gehen. Du willst Weisheit Gottes haben in dir. Du willst keine Sekunde mehr dieser Zweifler sein. Du willst den Glauben Gottes erleben. Du willst keine Sekunde mehr dieser Waschlappen sein. Du willst die Inspiration, die Weisheit Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes in dir haben. Die Fähigkeit, das zu sein, was du begehrst. Verstehst du? Ja. Thank you.